Wir gehen heute mit Eva in die City und ich komme gerade zu ihr nach Hause. Natürlich ist das das lauteste Haus hier. Hello! Was geht hier für eine Party? Wir sind ready. Warte. Was? Okay. Ich habe mir gedacht, die Tasche wäre kürzer der Oberteil, aber ich weiß nicht, soll ich das Oberteil anlassen oder nicht? Meinst du wegen den Tönen oder was stört dich? Nein, das Ding ist, guck mal, wenn ich nur so mache mit einer anderen Tasche, dann ist es irgendwie so, what the fuck is she doing? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich finde die Tasche sehr nice dazu. Ja? Aber nicht, dass die Jacke zu kalt ist. Ja, ich sehe noch was drunter. Okay. Das sieht nice aus. Machst du einen Vlog? Ja. Yeah. Bitte guck mal, wie süß diese Bettwäsche ist. Ich sterbe. Guck mal, können wir gleich auch vorbeigehen. Die haben so schöne Ernsthaft? Sachen, okay. Ist Baumwolle. What? Ja. Das ist voll die gute Quali. Das ist so cute, das haben wir gemeinsam gemacht. Ja. Den hier machen. Dieses, weißt du, zu einer... You know? Ja, mit so einem Käffchen. Du musst mir aber deinen Kaffee geben, ich trinke keinen Kaffee. Wir müssen jetzt doch mit dem Auto fahren, weil... Das sieht so krass aus. Oh mein Gott. Ist alles gut. Aber ist hier richtig. Wir sind ready. Wir versuchen gerade Fotos hier zu machen. Ich will meine Schuhe irgendwie zeigen, aber die sind voll cute. Du bist noch im Café, oder? Für alle, die noch nie in Köln waren oder in Köln-Ehrenfeld, es ist sehr cute hier. Und hier gibt es unglaublich viele Cafés und... Sorry. Unglaublich viele schöne Sachen, die ihr... Oh Gott, jetzt der hat mich aus dem Konzept gebracht. Hier gibt es auch voll viele schöne Shops, also auf diese Straße müsst ihr unbedingt. Ich vergesse immer wieder... Oh mein Gott, du bist so groß. Du bist... Lauf dich gleich. Du musst einfach hinten laufen. So, guck. Dann sind wir gleich groß. Wir gehen jetzt was essen nach dem Café. Ich habe voll vergessen, im Café aufzunehmen, aber es war auch sehr, sehr laut, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Und wir haben sehr viel gelästert. Wir haben festgestellt. Analysiert. Genau, analysiert. Oh mein Gott, du darfst nichts auf deine Hose kleckern. Pass auf. Musst du, und du kannst Zitrone drauf machen. Du musst nicht. Ich glaube, das sieht so lecker aus. Komm mal. Oh mein Gott, das ist so scharf. Mhm. Oh mein Gott, ist das scharf. Du hast auch so selbstverständlich. Sieht das nicht scharf für dich aus? Ich kann dir den Geschmack nicht beschreiben. Das ist so einzigartig. Die Zitrone passt wunderbar. Ich filme euch gleich den Laden. Wir sind jetzt auf dem Weg zur City. Wir wollen zu Lululemon. Ja. Sephora. Ja. Douglas. Ja. Zara? Ja. Bershka. Primark. Wir haben genau eine Stunde Zeit, um das alles zu tun. Schaffen wir. Werden wir es schaffen? Ihr könnt ja abstimmen in den Kommentaren. Wenn ihr denkt, dass wir es schaffen, macht mal ein rosa Herzchen. Und wenn ihr nicht denkt, dass wir es schaffen, schreibt es lieber nicht rein. Ich will die Hoffnung bewahren, dass wir das schaffen. Voll süß. Für alle, die nach Köln kommen wollen, einen auf, das ist voll cute hier. Kommt hier hin. Und ich muss mir noch ein Outfit besorgen für meinen Geburtstag in 2 Tagen. Wir haben ein Motto. Und wir haben ein Motto, Glow in the Dark. Und ja, ich hoffe, ich finde so eine Hose, die glitzert. Und ein Oberteil vielleicht, das glitzert. Wie so eine Disco-Kugel. Und dann mache ich noch Glitzer hier drauf. So, dass jeder, der mich irgendwie umarmt, auch noch Glitzer bekommt. Ich höre echt mal. Das ist voll die gute Idee. Gut. Kennst du das? Guck mal, ich habe mal bei einer Stripperin auf TikTok so ein Video geschaut und die meinte, ein Trick, wie ich ekelhafte Männer von mir fernhalte, ist, dass ich Bodyglitzer benutze. Mhm. Ich so, was geht? Und dann erklärt die so, Bodyglitzer ist so, der haftet ja, dann wollen die dich nicht anfassen, weil die Angst haben, dass ihre Frauen zu Hause merken, wo sie waren.
Ich so, das ist unnormal smart. Das ist, also ich weiß nicht, wofür ihr das verwenden könnt, warum ich auch diese Story erzählt habe, aber... Jetzt habt ihr diese Information. Ja, ich, seitdem denke ich immer an Bodyglitter, anders irgendwie. Es fühlt sich einfach so an, als wären wir seit 10 Tagen auf einer Wanderung. Ist so. Warum muss der Lululemon Store eigentlich am Arsch der Welt sein? Ja. Das macht keinen Spaß mehr. Aber es ist rosa, deswegen müssen wir hin. Die Straße ist so lustig. Die Leute hier rempeln einen einfach nur um. Oh. I mean, oh, look at this. Ich finde nur die schön, aber das hat auch nicht so einen hohen Absatz. Die werden voll schön. Die werden auch richtig, richtig bequem. Das würde ich auch richtig finden, süß. Ne? Okay, nachdem wir jetzt auch 15 Stunden gewandert sind, sind wir endlich beim Lululemon. Oh Gott. Was wir alles machen, um eine Sportjacke zu holen, obwohl wir keinen Sport machen. Das ist echt hart. Das ist hart. Popstar, ne? Oh mein Gott, lass uns da reingehen. Da ist Lululemon. Da wollen wir hin. Da sollten wir auch gleich reingehen. Catrice hat nur bis 19 Uhr auf. Ah, hier ist Lululemon. Hat auch nur bis 19 Uhr auf. Ich bin gespannt, ob die diese rosa Jacke noch haben. Oh mein Gott, der Lululemon riecht so gut. Das ist so süß. Also meine Größe gibt es auf jeden Fall nicht mehr, aber ich werde jetzt mal eine Größe kleiner anziehen und wir probieren es mal ab. Ich bin so gespannt, ob mir das passt. Ich habe so Angst. Vielleicht passt es nicht. Ihr seht schon, ich bin komplett im Rosa-Fieber. Okay, wir probieren jetzt vor allem anderen erstmal die Jacke an. So sieht sie aus. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt mein Licht ausgepackt und jetzt, wir ziehen es jetzt einfach an. Das ist eine Größe 2. Ich glaube kaum, dass es passen wird. But let's see. Guck mal, wie süß meine Haare geworden sind. Sie ist zu eng. Seht ihr das? Wie die hier so. Ja. Eva, gib mir jetzt ihre. Komm mal rein, wie süß sind die Shorts bitte? Nee, oh nein, man sieht's nicht. Aber oh, die Farbe ist voll cute. Die sind richtig süß. Mit der Wahrheit. Meine ist aber auch anders, meine ist dicker. Ich hoffe, ja. Oh nein, oh. Die ist zu locker, siehst du? Ja. Die ist hier zu locker. Nein, nein. Also genau die Zwischengrößte wäre es gewesen. Aber die macht, also das hier ist so richtig hübsch. Ja. Jetzt hat die Verkäuferin mir auch nochmal die 4 in schwarz gebracht. Einfach nur, um sicher zu gehen, ob diese Größe passt. Ich bin gespannt. Oh ja, es ist die 4. Es ist die 4. Ich überlege. Ich probiere jetzt nochmal rosa an. Das ist 2. I don't know. Wir versuchen jetzt mal mit einem Sportding darunter, Sport-BH, und checken mal ab, ob das funktioniert. Das ist der Sport-BH. Let's see, ob das damit klappt. Ich weiß nicht, ich habe Angst, ein bisschen auszusehen wie so eine Presswurst. Entscheiden, Freunde, ich kann mich nicht entscheiden. Okay. Das ist rosa. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass schwarz zu hart für mich ist. Das ist die 4 in schwarz. Bitte, ihr müsst mir jetzt sagen, welche ich nehmen soll, weil ich kann mich nicht entscheiden. Ich hätte so gerne eine 4 in rosa, damit ich einfach sehen kann,
ob es an der Farbe liegt oder am Fit. Also hier fühle ich mich auf jeden Fall wohler. Aber das andere snatcht ein bisschen mehr. Und was will ich? Komfort oder Snatchiness? Wir sind bei Catrice drin, ne? Und das ist einfach todescute. Wir sind gerade noch in einem Pop-Up-Store gelandet. Von Catrice. Oh, du. Sorry. Oh. Ich mache mein YouTube-Video. Oh Gott, ich habe meinen Pulli gewechselt, weil mir ist kalt geworden. Ich glaube, wir haben die bescheuertsten Bilder ever gemacht. Das macht mich ein bisschen traurig. Einfach, die sehen so aus. Was ist das? Guck mal, wir haben keine Zeit. Wir müssen ein Outfit suchen. Aber die können meine Nägel machen. Nein, wir gehen jetzt. Komm mit. Geh bitte raus. Geh bitte raus. Einfach dich raus und wir haben noch kein Outfit. Also weder Lululemon war in der Folge noch Catrice, weil ich dachte, da sind viel mehr so Produkte. Aber ja. Ich finde, Catrice war in der Folge, weil wir haben ein cooles Bild gemacht. Ja, okay, das ist cute. Außer, dass man mich hier unten gar nicht sieht, ne? Das ist ein bisschen was anderes. Ich beschreibe euch jetzt kurz mein Stresslevel. Ich habe nur noch 18% Akku. Ich habe noch kein Outfit für mich oder für Adi. Und ich muss in einer Stunde fertig sein. Und der einzige Mensch, der nicht gestresst ist, ist Eva. Ich bin so, oh mein Gott. Wir brauchen ein Outfit. Und es gibt nichts Glitzerndes oder Glow-in-the-Dark-mäßiges, was irgendwie cool ist. Wir sind gleich groß. Oh, endlich. Ich bin maximal gestresst. Immer noch. Und Eva so, ah, wir finden was. Wir haben nur noch Bershka und New Yorker. Und wenn wir dann nichts finden... Und in New York gab es eine schöne Hose. Okay, wir haben Hoffnung. Wir sind jetzt in New York. Es gibt diese Hose nicht mehr. Weine gleich. Wir haben gerade gefragt, ob die Hose soll im ersten Geschoss sein. Ich habe keine Hoffnung mehr, Leute. Ich habe keine Hoffnung mehr. Wir haben sie gefunden. Ist das eine Karotten-Jeans? Ist das eine Mom-Jeans? Ja. Ich sterbe. Nein, nein. Es geht... Eine Mom-Jeans? Ich hasse Mom-Jeans. Okay, ich werde die jetzt einfach anprobieren. Ich sterbe. Wir nehmen mal 38, das ist safe. Hier gibt es nur noch 34. Denkst du, mein Popöchen? Fast 34. Ja, wir sind jetzt offiziell am Arsch, würde ich sagen. Wir haben nichts. Ich habe aufgegeben. Das ist der Moment bei Shopping Queen, wo die anfangen. Dann. So mit 5 Euro zum Friseur zu gehen. Bershka, letzte Hoffnung. Ich habe gerade gemerkt, wie am Arsch wir sind. Ich bin Pinterest. Mir geht's gerade gar nicht gut. Last Hope, Mango. Wenn wir jetzt bei Mango nichts finden... Oh. Aber es würde blown. Aber zieh ich einen Pulli an zu meinem Geburtstag? Ich weiß das nicht. Wir sind endlich angekommen bei Eva. Ich habe was besorgt. Ich hatte einfach keinen Akku mehr, um das zu vloggen. Aber ich zeige euch das einfach später. Das war krass. Ich mache das nie wieder. Ich kann das nicht mehr. Es war so hart gerade. Ist so heiß. Ja, ich bin zu faul, um mich auszuziehen gerade. Mir geht's nicht gut.